Geld aus Sonne, frei Haus. Muss ich mir die Einnahmen aus meiner Photovoltaikanlage in der Größe von 10 kW Peak, die bei mir auf dem Dach liegt, auf meine Rente wegen Vollerwerbsminderung anrechnen lassen? Muss ich die überhaupt angeben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen es ja, Hinzuverdienst muss oder wird unter bestimmten Voraussetzungen an eine Rente wegen Vollerwerbsminderung angerechnet. Aktuell gibt es in Deutschland im Jahr 2024 rund 18.558 Euro und ein paar Äpfelstückchen anrechnungsfreien Bruttohinzuverdienst. Das ist ein Jahresverdienst. Das heißt also, wenn Sie diesen Bruttoverdienst haben und nicht drüber gehen, dann ist dieser an die Rente wegen Vollerwerbsminderung anrechnungsfrei. Das heißt, da wird nichts gekürzt. Und jetzt kommt es immer sehr, sehr häufig auch vor, dass Sie Einkünfte haben, zum Beispiel aus einer Photovoltaikanlage oder aus Kapitalanlagen und andere Dinge. Und da war es so, dass bis zum 31.12.2021 diese Dinge aus diesen Photovoltaikanlagen, diese Einkünfte anzugeben waren, meine Damen und Herren. Und die Rentenversicherung hat dann sich von Ihnen einen Steuerbescheid geben lassen und geguckt, was Sie dort verdient haben, meine. So, klar ist natürlich eins, dass Sie hieraus persönlich nicht 3 Stunden am Tag tätig werden, um da an der Photovoltaikanlage irgendwie dran rumzubasteln, dass die dann Strom erzeugt, ist auch klar. Das heißt also, dass Sie hier tatsächlich einen stundenmäßigen Aufwand haben, vielleicht im Monat von einer Stunde, weil Sie mal ganz kurz nach oben gucken, das dürfte auch der Rentenversicherung klar sein. Das ist aber gar nicht unser Problem, sondern es geht generell um die Frage, ob solche Einkommen steuerfrei sind oder steuerpflichtig sind. Ja, und da schauen wir uns jetzt einfach mal ins Gesetz, was das Gesetz sagt, und zwar der Paragraph 3. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Maus finde. Ja, hier ist es. Paragraph 3 Einkommensteuergesetz, und da steht oben drin, steuerfrei sind. Erstens, und jetzt geht's los, viele, 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 viele Dinge, die da steuerfrei sind, und da kommen wir zur Nummer 72. Das ist sozusagen die letzte Nummer in dem Paragraph. Oh, kriege ich gar nicht ordnungsgemäß hier hin. Runtergescrollt, wie ich die Sache sehe. Aber na gut, dann machen wir es anders. Dann machen wir so. Will ich Ihnen zeigen. Und das ist nämlich ganz wichtig für Sie, dass die meisten von uns haben ja nur sogenannte Kleinanlagen, 5 kW Peak oder 10 kW Peak oder 15 kW Peak und so weiter. So, und wir haben hier den Paragraph 3 Nummer 72, und der sagt, steuerfrei sind die Einnahmen und Entnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb von auf, an oder in Einfamilienhäusern, einschließlich Nebengebäuden oder nicht Wohnzwecken dienenden Gebäuden vorhandenen Photovoltaikanlagen mit einer installierten Bruttoleistung laut Marktstammregister von bis zu 30 kW Peak. Meine Damen und Herren, das heißt also, solche Einnahmen oder Entnahmen sind grundsätzlich steuerfrei. Entnahme heißt also, wenn ich den Strom für mich persönlich verbrauche, habe ich ja auch dadurch eine entsprechende Einnahme oder einen ersparten Gewinn sozusagen oder eine ersparte Ausgabe. Und das müsste ich normalerweise versteuern, aber das Gesetz sagt ganz klar, hier nein, wird nicht versteuert. So, und dann gibt es natürlich auch noch andere Anlagengrößen, die hier genannt worden sind. Und jetzt kommen wir aber zu dem springenden Punkt. Wie behandelt das die deutsche Rentenversicherung? Ganz klar, meine Damen und Herren, alles, was steuerfrei ist, ist kein anrechenbarer Hinzuverdienst. Das heißt also, Einnahmen aus Anlagen seit dem 01.01.2022 ist das geltende Rechtslage, zumindest bei den Neuanlagen. Bei den Altanlagen bin ich mir darum nicht ganz sicher. Da gab es oder gibt es Fristen, wo man das hätte auch beantragen müssen, dass man da quasi mit reingenommen wird in diese Neuregelung. Da sollten Sie aber bitte mal Ihren Steuerberater fragen. Die kennen sich dann tatsächlich besser mit dem ganzen Kram als ich aus. Aber ich kann Ihnen nur eines sagen: Einnahmen oder Entnahmen aus einer Photovoltaikanlage, die nicht größer ist als 30 kW Peak, gelten nicht als anrechenbarer Hinzuverdienst bei einer EM-Rente und sind aus meiner Sicht deshalb auch nicht zu melden. Nur alles, was darüber hinausgeht, ist
sozusagen zu melden. Die Rechtslage ist auch hier relativ eindeutig. Sie müssen sich bei dieser Anlagengröße noch nicht einmal mehr in das Gewerbeamt oder gewerblich anmelden. Es liegt auch keine gewerbliche Tätigkeit mehr vor, meine Damen und Herren. Aber es gibt natürlich auch hier viele, viele Zweifelsfragen oder viele, viele Unterfälle, die sehr, sehr komplex sind. Und dazu müssten Sie sich wirklich dann, um es genauer zu wissen, dann tatsächlich mit Ihrem Steuerberater mal an einen Tisch setzen und die ganze Sache ausdiskutieren und sich dort ordnungsgemäß beraten lassen. Es gibt vom Bundesfinanzministerium hier auch entsprechende Rundschreiben, wie diese ganze Geschichte zu handhaben ist. Aber ich kann nur so viel sagen, und das sagen auch die rechtlichen Arbeitsanweisungen der Deutschen Rentenversicherung, obwohl die nicht zwingend maßgebend sind, aber die Deutsche Rentenversicherung verweist ganz klar darauf hin, dass in der Anlagengröße, wie sie in dem § 3 Nummer 72 Einkommensteuergesetz genannt sind, Einnahmen nicht als Hinzuverdienst auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder meinetwegen auch auf eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung anzurechnen sind. Ja, meine Damen und Herren, so ist die Rechtslage. Alles, was dann darüber hinausgeht, wenn Sie größere Anlagen haben, diese Einkünfte dürften dann eben nicht mehr steuerfrei sein, und so, dass Sie dann hier diese Verdienste dann bitte schön zu melden haben. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, Sie müssen ja mal aus Sonnenstrom im Jahr 2024 18.558,75 € an Einnahmen generieren, damit Sie überhaupt erst einmal in die Nähe einer möglichen Anrechnung auf die volle EM-Rente kommen oder Rente wegen voller Erwerbsminderung kommen. Ja, meine Damen und Herren, das ist relativ eindeutig, relativ klar. Machen Sie sich bitte bei Photovoltaikanlagen nicht so sehr im Kopf darüber, ob Sie diese Anlage, ob Sie da im Stundenlimit bleiben oder nicht. Klingelt gerade mein Telefon, aber wir lassen es mal weiterlaufen. Näheres zu diesem Thema wünsche ich, können Sie wie immer auf rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.